Sieht das Bild deiner Kamera in etwa so aus, aber du willst lieber, dass das Bild so aussieht? Dieser Unterschied entsteht tatsächlich nur durch zwei Einstellungen an der Kamera und in dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Systemkamera oder Spiegelreflexkamera als Webcam richtig verwendest, einstellst, anschließt, was man beachten muss und ich zeige das spezifisch an dem Beispiel einer Sony Alpha 6100, das ist die Kamera, die ich hier gerade habe, aber das Ganze kann man quasi auf jede Systemkamera übertragen, die eben kompatibel ist. Also was braucht ihr, wenn ihr eure Systemkamera als Webcam verwenden wollt? Ihr braucht eine Systemkamera, die kompatibel ist. Lustigerweise ist diese Kamera nicht mal kompatibel. Ich habe keine zwei Kameras, die kompatibel sind, aber ich zeige es euch einfach mal an dem Beispiel. Ob eure Kamera kompatibel ist, könnt ihr auch ziemlich einfach checken. Und zwar gibt es eine Webseite von Elgato, die verlinke ich hier unten. Da sind die meisten Kameras aufgeführt und da steht dann immer, ob die Kamera kompatibel und geeignet ist oder eben nicht für diesen Einsatzzweck funktioniert. So, solltet ihr eure kompatible Kamera jetzt haben, braucht ihr als nächstes ein Kabel, das in eure Kamera passt und auf der anderen Seite einen HDMI-Anschluss hat. In meinem Fall ist der Anschluss an der Kamera ein Micro-HDMI-Kabel. Da solltet ihr einfach mal nachschauen, welcher Port bei eurer Kamera verbaut ist. Solltet ihr dieses Kabel jetzt haben, braucht ihr noch eine Capture Card und da könnt ihr euch erstmal so eine günstige von Amazon kaufen. Die kann man für unter 20 Euro schon bekommen. Allerdings sind diese meistens nicht ganz so gut, das Bild sieht nicht ganz so schön aus und es kommt vor allem häufig zu Abstürzen. Und das ist auch der Grund dafür, warum ihr früher oder später wahrscheinlich auf ein Elgato Camlink umsteigen werdet oder solltet. Der kostet neu ungefähr 100 Euro, wenn ich mich nicht täusche und den könnt ihr aber gebraucht auch schon für unter 80 Euro kriegen. Wenn ihr das Ganze dann habt, könntet ihr eure Kamera schon benutzen, allerdings geht der Akku noch leer, weil der hat natürlich eine begrenzte Kapazität und ihr müsstet den quasi während euren Livestreams oder Videoaufnahmen, je nachdem wie lang der Akku hält und wie lange ihr streamen wollt, aufladen. Und das ist relativ nervig, weil man kommt nicht gut ran und es ist relativ schwierig, deswegen empfehle ich euch da einfach so einen Dummy-Akku zu kaufen, der geht hier unten genau wie ein normaler Akku in die Kamera rein und lädt dann die Kamera einfach auf der anderen Seite mit USB. So, also vom physischen her seid ihr jetzt ready to go und könnt das Ganze anschließen und auch benutzen. Aber chances are, wenn ihr das so anschließt, dass euer Bild danach so aussieht. Und das ist natürlich nicht die Art von Bild, wie ihr das haben wollt, mit den ganzen Zahlen darauf und die Qualität ist meistens dann auch nicht so gut. Um diese Zahlen wegzubekommen und auch um die Qualität zu erhöhen, müsst ihr eure Kamera einmal auf Clean HDMI umstellen. Das kann von Kamera zu Kamera unterschiedlich aussehen, aber ihr müsst basically einmal ins Menü reingehen, dann nach HDMI Settings suchen, die findet ihr meistens in den Advanced Einstellungen oder bei meiner Kamera jetzt hier in dieser Toolbox und da einmal Info-Display-Informationen oder wie auch immer das bei eurer Kamera heißt, ausschalten. Dann solltet ihr schauen, dass es bei HDMI-Settings noch irgendeine Auflösung gibt und die stellt ihr dann einfach mal auf die höchste, die verfügbar ist, beziehungsweise könnte ich bei meiner Kamera auch auf Full HD statt 4K gehen und hätte dann 60 FPS. Mache ich aber nicht, ich bleibe bei 4K. Es gibt jetzt noch die Wahrscheinlichkeit, je nach Kamera, dass man noch etwas einstellen muss, damit das Bild über HDMI gut aussieht. Deswegen schaut gerne mal bei Google rein, ob es bei eurer Kamera da irgendetwas noch zu beachten gibt, aber da gibt es meistens sehr viele Einträge oder zur Not fragt einfach ChatGPT. Generell, warum mache ich dieses Video eigentlich? Die Leute können doch ChatGPT fragen. Dann solltet ihr noch darauf achten, dass möglichst viel Licht auf euch strahlt, weil das lässt natürlich das Bild besser aussehen, wenn ihr beleuchtet seid und nicht eure Deckenlampe brennt und dann der Hintergrund hell ist und euer Gesicht dunkel. Stopp! Kleiner Reminder, falls ihr das Video hier gerade seht, lasst ein Abo da. So, habt ihr das dann alles eingestellt und gefunden, könnt ihr einmal eure Kamera in den Videomodus versetzen und auf den manuellen Modus stellen. Das ist wichtig, damit ihr alles manuell einstellen könnt und der Videomodus, weil vom Format her und ist auf jeden Fall wichtig. Ihr solltet zuallererst mal nach dieser F-Zahl hier unten schauen. Und dann schaut ihr bitte einmal auf euer Objektiv und da sollte irgendwo stehen, welche F-Zahl euer Objektiv unterstützt. Umso niedriger diese F-Zahl, die auf eurem Objektiv angegeben ist, umso besser geeignet bzw. in diesem Fall empfehlenswerter ist euer Objektiv. Aber stimmt diese F-Zahl auf eurer Kamera nicht mit der geringsten genannten auf dem Objektiv überein, solltet ihr einmal die Möglichkeit finden, auf der Kamera einzustellen, wie man die F-Zahl nach unten manipulieren kann. Bei mir ist das jetzt 3,5, aber ich filme aktuell nicht in 3,5, denn tatsächlich verändert sich diese Zahl, je nachdem, wie stark man in das Bild reinzoomt. Also meine Kamera auf dieser Einstellung steht bei 4,5,
weil ich ein ganzes Stück in das Bild reingezoomt habe, weil das ist ein Zoom-Objektiv und ja, sonst wäre das mir zu weitwinklig. Aber auf jeden Fall ist diese F-Zahl die Blende und das ist deswegen wichtig, damit ihr möglichst viel Licht auf euren Sensor bekommt und umso mehr Licht auf eurem Sensor, umso einfacher für die Kamera das zu verarbeiten und umso besser sollte euer Bild aussehen und rauschfreier vor allem. Außerdem kriegt ihr dann diesen schön verwaschenen Hintergrund, der so ein bisschen unscharf ist und ihr separiert euch sehr schön vom Hintergrund, dass eben ihr im Fokus steht und der Hintergrund im Hintergrund ist. Als nächstes solltet ihr euch einmal diese Zahl hier angucken. Diese Zahl steht für den Shutter Speed, beziehungsweise die, lass mich kurz die deutsche Übersetzung anschauen, Shutter Speed. Belichtungszeit. Das auf jeden Fall. Und diese Zahl solltet ihr auch wieder so gering einstellen wie möglich. Allerdings ist hier nicht das technische Limit da vom Objektiv, sondern ihr solltet diese Zahl auf 1 und dann die Anzahl eurer Frames per Second, also FPS, der Anzahl der FPS von der Ausgabe der Kamera einstellen. Also in meinem Fall 25 FPS für die Kamera, 1/25 Belichtungszeit pro Sekunde. Das Ganze hat zwei Effekte. Einmal kommt länger Licht auf den Sensor bei jedem einzelnen Bild, also jedem einzelnen Frame, und andererseits sind eure Bewegungen ein bisschen verwaschen. Das kann jetzt einerseits gut aussehen oder euch stören, das müsst ihr entscheiden. Ihr könnt das dann rein theoretisch auch höher einstellen, allerdings bewegt ihr euch beim Streamen bzw. Videoaufnehmen generell eigentlich eh nicht so viel und für diese Funktion als Webcam sind 1/25, also mit 25 FPS gefilmt wird, eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich persönlich mag das außerdem, wenn Bewegungen so ein bisschen verwaschen aussehen, das lässt das Ganze so ein bisschen natürlich wirken. Wenn ihr das auf jeden Fall eingestellt habt, könnt ihr jetzt euren ISO-Wert einstellen. ISO-Wert ist gleich die technische Nachbelichtung der Kamera. Und diesen Wert solltet ihr jetzt so einstellen, wie euch das Bild gefällt. Falls ihr da einen kleinen Indikator braucht, wie das Bild aussehen soll, hier an der Kamera gibt es so einen kleinen Indikator dafür, wenn das Bild richtig belichtet ist, sollte dieser Wert möglichst auf 0 stehen. Also, was wir jetzt gemacht haben, ist quasi Blende komplett auf. Zeit der Belichtung so lang wie möglich. Und jetzt konnten wir damit erreichen, dass sehr viel Licht auf sehr lange Zeit auf den Sensor kommt. Und dadurch können wir jetzt den ISO-Wert relativ weit nach unten schrauben. Bei mir steht er bei 300 irgendwas und damit habe ich sehr wenig künstliche Nachbelichtung. Und dadurch ist mein Bild eben extrem rauschfrei, weil eben wenig künstlich nachbelichtet wird. Und das wäre ein Wert, den ihr rein theoretisch auch auf Auto stellen könnt, weil das wird dann richtig eingestellt. Allerdings kann das dann unangenehm heller und dunkler werden. Das mögen viele nicht. Das müsst ihr für euch selber finden. Das ist auch je nach Kamera unterschiedlich gut bzw. schlecht. Aber ich stelle das einfach mal so ein, wie es bei mir passt, weil meine Lichtverhältnisse ändern sich nicht und das sollte dann eigentlich passen. So, jetzt habt ihr das Bild eingestellt, aber möglicherweise sieht euer Bild einfach so aus, dass euer Hintergrund jetzt scharf ist oder gar nicht scharf ist, aber auf jeden Fall nicht das scharf ist, was scharf sein soll, weil ihr solltet im Fokus sein. Deswegen solltet ihr einmal nachschauen, wie euer Fokusmodus eingestellt ist. Der könnte standardmäßig auf Auto stehen, das ist je nach Kamera nicht so zu empfehlen. Bei den Sony Alpha Kameras ist der Autofokus wirklich relativ gut, ich habe den gerade auch an, das heißt, wenn ich hier ein bisschen nach hinten gehe, ich bin immer noch im Fokus, wenn ich ein bisschen nach vorne gehe, bin ich immer noch im Fokus. Tut mir leid, by the way. Also, aber wenn das bei eurer Kamera nicht so funktioniert, beziehungsweise wenn ihr einfach das Problem habt, dass das manchmal so ein bisschen flimmert, dass der Fokus ein bisschen nach vorne geht, ein bisschen nach hinten geht und das dann unschöne Flimmerigkeit in euer Bild reinbringt, könnt ihr das Ganze eben auch einfach auf manuell stellen. Da müsst ihr wieder die Setting an eurer Kamera finden und dann solltet ihr das an dem Rad an eurem Objektiv einstellen können oder jedoch dem auch softwareseitig einstellen können. Aber damit habt ihr eure Kamera jetzt so eingestellt, wie sie eigentlich aussehen soll. Mich würden an der Stelle auch eure Resultate interessieren, also klickt gerne mal auf den Link hier in der Videobeschreibung, da geht es zum Discord-Server und da könnt ihr gerne mal ein Bild eurer Kamera reinschicken, wie euer Bild jetzt aussieht und mich würde es interessieren, wie konntet ihr euer Bild einstellen. Oder generell auch, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die immer in den Discord-Server schreiben, da kriegt ihr ausführlichere Antworten oder in die Kommentare, da beantworte ich eure Fragen auch gerne. Ansonsten, falls ich euch helfen konnte, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich wirklich extrem freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin und tschüss.